Guten Abend, liebe Zuschauer, zur Vorführung von Taxi Driver von Martin Scorsese aus dem Jahr 1976. Das ist für mich ganz sicher einer der wichtigsten amerikanischen Filme überhaupt, muss ich sagen. Ist sicherlich auch generell wahrscheinlich ein Klassiker des amerikanischen Kinos, den sicherlich viele Regisseure nennen würden, wenn sie Filme auswählen müssten, wie in diesem Fall, die sie beeinflusst haben. Ich habe Taxi Driver tatsächlich erst nach meinem Filmstudium, nach dem Mauerfall, für mich entdeckt. Habe den damals auf einer VHS-Kassette gesehen, weiß ich noch, die kam damals gerade auf, da rannte man nach dem Mauerfall wie verrückt in die Videotheken und hat sich so das Kino ausgeliehen, was man davor schlecht zu sehen bekommen hat. Taxi Driver gehörte zu diesen Filmen, die ich noch nicht kannte und habe den förmlich verschlungen. Ja, ich habe den zigmal gesehen, auch gemeinsam mit meiner Kollegin und Drehbuchautorin Laila Stieler, mit der ich bis heute arbeite, haben wir uns den Film immer wieder angeschaut. Und das hat natürlich seinen Grund in der ungewöhnlichen Hauptfigur, in der ungewöhnlichen Figurenzeichnung, in der auch durchaus fürs amerikanische Kino ungewöhnlichen Dramaturgie, wo man ja doch meistens so diese klassische Dreiaktigkeit hat. Hier wagt es der Film sozusagen ganz dicht an dieser Figur zu bleiben und mit diesem einsamen Wolf, diesem Taxifahrer, sich ein New York zu erschließen, das so ganz anders aussieht als das New York, was in einem anderen Film meiner Auswahl, nämlich bei Hannah und ihre Schwestern von Woody Allen, ganz, ganz anders daherkommt. Ja? Hier düster, dreuend, verwahrlost, kaputt, voller Gewalt, voller verlorener, trauriger Gestalten. Ja? Schon ein sehr, sehr besonderer Blick. Dazu die dreuende Musik von Bernhard Herrmann, ja, der Komponist, der fast alle großen Scores für Hitchcock geschrieben hat, hat hier seine letzte Arbeit abgeliefert. Er ist kurz nach der Fertigstellung des Soundtracks gestorben. Aber auch großartig, wie merkwürdig diese Musik so dreut, wie dieses Taxi durch diese Schwaden von den Abflüssen fährt. Da also New York als Moloch, kann man sagen, und De Niro natürlich zum Niederknien hier in wahrscheinlich der Rolle seines Lebens, ja, als Vietnamkriegsrückkehrer, der sozusagen auf eigene Faust dann am Ende versucht, Ordnung zu schaffen in dieser für ihn so düsteren, chaotischen Stadt. Was diesen Film darüber hinaus so toll macht, ist trotzdem, dass er nicht den Humor verliert, dass er an ganz vielen Punkten auch zart ist, menschlich ist. Also wenn man sich die wunderbaren Szenen mit Jodie Foster anguckt, die damals erst 13 Jahre alt war. Ja, also, die wunderbaren Szenen mit der Frau aus dem Wahlkampfbüro, die er da so verehrt, die er dann in ein Pornokino schleppt. Wie seltsam. Ja, also der Film behält bei all dem eine ganz menschliche Dimension. Er setzt sich nicht so auf das Düstere drauf. Und das macht ihn besonders interessant, finde ich, und auch besonders vielschichtig. Also ich hoffe, Sie haben mit dem Film genauso viel Freude beim Gucken, wie es mir immer wieder geht. Und wünsche Ihnen jetzt ganz viel Spaß bei Taxi Driver von Martin Scorsese.